Der ehemalige Christusverfolger und späterer Christusnachfolger Paulus wünscht der Gemeinde und auch uns die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist. Die Gnade Jesu Christi, unseres Herrn, sei mit eurem Geist. Paulus ist sich sicher, von Christus kommt etwas zum einzelnen Menschen. Und jeder einzelne Mensch ist Adressat dieser Zuneigung, dieser Zuwendung Jesu Christi. Erfahrbar im Geist des Menschen und durch den Heiligen Geist Gottes. Das Wort Gnade ist für manche Menschen ein bisschen ein Fremdwort. Deshalb ist es gut, darüber nachzudenken, und ich zitiere Teresa von Avila, die zusammenfassend formuliert: Es gibt drei besondere Arten von Gnade. Die erste Art der Gnade hat jeder Mensch. Es ist das von Gott geliebt sein. Jeder Mensch ist von Gott geliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Und das macht auch der Prophet Jesaja oder Gott durch den Propheten bekannt. Frieden soll es geben, und zwar Frieden, den Gott schenkt. Weil der Mensch nicht in der Lage ist, diesen Frieden zu produzieren. Wir sehen es in Jerusalem heute, rund um Jerusalem heute. Wir wissen von dem Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern. Der Friede ist noch nicht da. Wir erwarten ihn von Gott. Aber Gott kann ihn nur geben durch einzelne Menschenherzen. Und jetzt kommen wir zur zweiten Art der Gnade, von der Teresa spricht, nämlich das ist die Gnade, dass einem Menschen bewusst wird, er ist von Gott geliebt, dass das ins Fleisch und Blut übergegangen ist, durch und durch die gesamte Existenz beeinflusst, gestaltet, dieses Geliebtsein von Gott. Also die zweite große Gnade, und ich nehme an, wir alle kennen sie, ist die, von Gott geliebt zu sein und das auch zu erleben, das glauben zu können. Um das für jeden Menschen erfahrbar zu machen, dieses Geliebtsein von Gott, genau dazu hat der Vater im Himmel seinen Sohn gesandt. Damit wir durch den Blick auf Jesus, durch das Hören auf Jesus, durch den Kontakt, die Gemeinschaft mit ihm begreifen, ja, so ist Gott. So steht Gott zu mir. Da wird Sünde vergeben, da wird Heilung geschenkt, da gibt es Orientierung, da gibt es durch Jesus einen Weg ins ewige Leben. Und wer zu Jesus findet, findet zu sich, und in der Folge ist er fähig, den Mitmenschen wirklich wahrzunehmen. Weil ja nur der, der mit sich Frieden hat, versöhnt ist, kann in rechter Beziehung zum Mitmenschen leben. Also der Friede, der durch Jesus kommt, und es ist nicht so selbstverständlich, dass der angenommen wird, denken wir an Saulus Paulus, der Friede, der durch Jesus kommt, verwandelt das gesamte Selbstbild, das Lebensverständnis, das Lebensbewusstsein, ja, das Lebensgefühl. Das ist der Friede Jesu Christi, der alles Verstehen übersteigt. Nun, zu begreifen, von Gott geliebt zu sein, durch Jesus. Und dann ein drittes, sagt Teresa, eine dritte besondere Gnade ist die, dazu
beitragen zu können, dass anderen bewusst wird, sie sind von Gott geliebt vor jeder Leistung und trotz aller Schuld. Also heute mit dem heutigen Evangelium ist das die Mission, die der Mensch hat. Den Auftrag ernst nehmen, zu den Menschen zu gehen. Und die Christen haben, was ihre Mission betrifft, keine Wahl. Das missionarisch sein, also das Zeugin und Zeuge sein, gehört zum Wesen des Christseins. Wir können sagen, dass die Liebe Gottes zu uns durch Jesus eine Liebe Gottes in uns wird und dann in der Folge eine Liebe Gottes durch uns für die Menschen. Und glaubwürdig ist die Zeugin, der Zeuge, der die Liebe, die die Liebe schon erlebbar machen, nicht nur davon sprechen. Und es ist die Liebe Gottes im Menschen, dank der Einwohnung Gottes im Menschen. Und es ist letztlich das Werk Gottes, wenn ein Mensch liebender sein kann unter allen Umständen. Nicht nur, wenn es leicht geht und die Sympathie, die natürliche Anziehung da eine Zuneigung schenkt. Nein, lieben im Ernstfall, auch wenn es schwer ist. Wir wissen, dass es Jesus verwirklicht hat, dieses Lieben. Wir wissen, dass seine Jünger, zum Beispiel Stephanus, es verwirklicht hat. Nachdem er die ersten Steine verspürt hat, hat er gebetet, Vater, rechne ihnen diese Sünde nicht an. Also die Art Jesu zur eigenen Art werden lassen, das ist dann die besondere Gnade. Nochmals, von Gott geliebt sein, diese Gnade hat jeder Mensch, die Bewusstheit bekommen, ich bin geliebt, die Christinnen und Christen haben sie, und dazu beitragen, dass andere zu diesem Bewusstsein finden. Der heilige Seraphim von Sarov, einer der größten Mystiker im russischen Volk, lebte im 19. Jahrhundert und der hat gesagt, und das soll sich jeder zu Herzen nehmen, der hat gesagt, schaffe Frieden in dir und Tausende um dich herum werden zum Frieden finden. Also schaffe Frieden in dir, lass dir Frieden schenken in der Gemeinschaft mit Christus und Tausende um dich werden zum Frieden finden. So sind Christinnen und Christen eine Botschaft des unsichtbaren Gottes, der verborgen gegenwärtig ist und sich durch uns den Menschen erfahrbar macht. Amen. So spricht Jesus, wie der Vater mich in euer Leben sendet, so sende ich euch in die Welt.